Hallo, ich bin Katharin Condé und ich koche für Sie jetzt einen Kräuterrösti mit Fenchel-Paprikagemüse. Dafür stellen wir uns erstmal eine Joghurtsoße her. Da gebe ich etwas Joghurt in eine Schüssel. Etwas Senf. Würz mit Salz und Pfeffer. Und rühre den Joghurt erstmal glatt. Dann wird frisch gehackter Kerbel dazugegeben, gehackte Chilischote und gehackte Kapernbeeren. Die drei Zutaten hebe ich jetzt unter den Joghurt. Stelle ihn zur Seite und lass ihn erstmal durchziehen. Dann kommen wir auch schon zum Gemüse. Dafür habe ich hier Paprika schon geviertelt, von dem Kerngehäuse und von dem weißen Häutchen befreit. Die gebe ich jetzt auf ein Backblech mit der Hautseite nach oben. Gebe ein bisschen Olivenöl auf die Paprika. Bestreiche sie noch leicht mit einem Pinsel. Und gebe die Paprikaviertel jetzt bei 220 Grad für 10 bis 12 Minuten in den vorgeheizten Backofen. So lange, bis die Haut richtig schöne schwarze Blasen schlägt, damit wir die Haut dann besser abziehen können. Die Paprikaschoten habe ich aus dem Ofen geholt, nachdem sie richtig schöne schwarze Blasen geschlagen haben. Danach habe ich sie abgedeckt mit einem feuchten Tuch, damit die schneller auskühlen und sich die Haut noch leichter lösen lässt. Die kann man jetzt ganz fein hier vom Fleisch abziehen. Die Paprikaschoten werden jetzt nochmal in 3 cm große Stücke geschnitten und kurz beiseite gelegt. Dann kommen wir zum Fenchel. Die Fenchelknolle hat wirklich sehr viel Vitamine. In einer Knolle sind mehr Vitamine oder doppelt so viel Vitamine als in einer Orange. Deswegen ernährungsphysiologisch sehr wertvoll. Die Knolle halbieren Sie sich, schneiden etwas von dem Strunk heraus und schneiden dann einfach Spalten runter. Dann kommen wir zu unserer Rösti-Masse. Da habe ich Kartoffeln schon mal vorgeschält, in kaltes Wasser gelegt, damit die nicht braun und grau werden. Die werden jetzt mit einer ganz einfachen Haushaltsreibe grob gerieben. Wunderbar. Die Kartoffel gießen wir jetzt noch ein bisschen ab. Drücken Sie sie nicht aus, denn sonst drücken Sie die ganze Stärke aus der Kartoffel. Nur ein bisschen abgießen. Jetzt würzen wir die Kartoffeln mit Salz und Pfeffer. Geben Majoran mit dazu, den wir vorher fein gehackt haben, und Thymian. Das wird jetzt alles gut mit den Händen vermischt. Sie müssen da jetzt auch kein Mehl mit dazugeben. Die Kartoffelstärke bindet das richtig gut ab. Wunderbar. Jetzt erhitzen Sie sich eine Pfanne, geben Öl dazu. Und geben die komplette Kartoffelmasse in die heiße Pfanne. Richtig schön festdrücken.
Jetzt ein bisschen die Temperatur runterstellen und jetzt den Rösti von beiden Seiten 10 Minuten goldbraun braten lassen. Wir kommen jetzt wieder zu unserem Gemüse. Da habe ich schon mal eine Pfanne aufgestellt, gebe etwas Öl dazu. Jetzt die Fenchel spalten und lasse sie von allen Seiten ca. 5 bis 6 Minuten schön anbraten. Den angebratenen Fenchel stellen wir kurz beiseite. Ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Öl in die heiße Pfanne und gebe nun vorbereitete Zucchini-Stücke in die Pfanne und lasse die ebenfalls noch mal 5 bis 6 Minuten anbraten. Die angebratene Zucchini wird jetzt gewürzt mit Salz und Pfeffer. Dann geben wir Knoblauchscheiben mit dazu. Nun den angebratenen Fenchel wieder mit dazugeben und die Paprika, damit wir das ganze Gemüse jetzt nochmal erhitzen. Und dann geht's auch schon fast ans Anrichten. Unseren fertig gebratenen Rösti lasse ich jetzt aufs Brett gleiten. Schneide da einfach mal zwei Ecken raus. Richte die auf einem vorbereiteten Teller an. Gebe das warme Gemüse mit dazu. Und nun den Joghurt. Und wie Sie sehen, ein schnelles, feines, preiswertes vegetarisches Gericht, ganz schnell gezaubert. Super viel Vitamine, sehr gesund für Körper und Geist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit. Tschüss!